Hallo, ihr Hübschen. Ich möchte mich euch heute mal vorstellen. Und danke erstmal fürs Zuschauen und dass ihr jetzt hier eingeschaltet habt. Also, ich bin Anja Herbig. Gebürtig komme ich aus Bern. Steht auch überall im Internet. Ich google mich selber gerne. Denn ich habe 2002 mit dem Internet angefangen. Besser gesagt, ich hatte eine Vision, ein Wunsch, meine Lieblingsschlager- und Volksmusikkünstler eine Webseite zu machen. Und somit entwickelte sich der Name AHA Fanwelt. Das heißt Anja Herbig Fanwelt. Und wie ich da auf den Namen kam, war ganz einfach. Anja Herbig halt, ne? A, Vorname, den H und das H. Und dann minus Fan, minus Welt. Weil, ja, ich bin halt Fan von allen möglichen Künstlern der Schlager- und Volksmusikbranche oder Kollegin oder wie auch immer, das man jetzt sehen kann. Und die Webseite kann man halt auf der ganzen Welt angucken, wenn man möchte. Wenn man möchte, wenn man halt möchte. Und ich kann euch sagen, ich habe sogar Fans aus der USA. Ich glaub's nicht. Ich habe das mal, also ich meine, ich konnte das mal, ich habe mich ja auch, ich meine, ich sag euch das einfach mal. Ich habe die Webseite selbst hergestellt, also zusammengestellt, gebastelt, wie auch immer. War vorher mit kostenlosen Beepworld, was weiß ich, was es für Anbieter gab im Internet mit diesen Webseiten. Und es hat mich auch mit HTML-Code und sonst was beschäftigt. Dazu natürlich auch mit Statistik der Webseite. Und das habe ich dann irgendwann, ich weiß gar nicht mal, was für ein Jahr, habe ich das dann gesehen und habe gedacht, die USA schaut auch zu. Oder liest sich das durch. Also es können ja auch Deutsche nach den USA ausgewandert sein und hören noch trotzdem gerne Schlager. So viel dazu. Das ist halt mein, ich sag mal, das ist mein großes Hobby oder mein großes Baby gewesen von 2002 bis 2010, 11. In der Zeit habe ich auch selber gesungen. Also ich habe auch eine eigene Webseite, anjaherbig.de, wo ich dann, also wo zwei Lieder von mir drauf sind, denn ich habe Texte geschrieben und habe einfach den Wunsch gehabt, irgendwann, ja, ein Lied als, ja, also einen Text als Lied rauszubringen. Und das habe ich halt mir erfüllt mit dem ganzen Sein und mit dem ganzen Getue und Getan, was auch immer, mit dieser Webseite. Aber dann habe ich irgendwann einen anderen Wunsch gehabt, ein arbeitsreiches Leben. Ich habe auch Berufe gelernt, so viel dazu. Ich bin gelernte Hauswirtschafterin und Familienpflegerin und Pflegehelferin, wie auch immer, was man nennen darf. Ich habe in der Altenpflege gearbeitet, in der Hauswirtschaft normal und in der Familienpflege und habe für mich ein arbeitsreiches Leben gewünscht und hatte dann halt von 2008 bis 2016 fast durchgehend gearbeitet. Wenn ich Urlaub hatte, habe ich eigentlich auch gearbeitet, weil es einfach irgendwie mein Wunsch war, bis zum Umkippen sozusagen. Und ansonsten bin ich 34, habe am 24.11. Geburtstag, bin nicht verwandt und verschwägert mich Michael Bulli Herbig, bin aber, glaube ich, genauso lustig manchmal. Dann habe ich einfach irgendwie sehr viele Hobbys auch noch. Also ich meine, ich habe auch Hobbys. Die Natur ist mein Hobby. Das Lesen und natürlich die Musik. Also ich meine, Musik hören. Also wobei ich sagen kann und möchte. Die letzten Jahre, wo ich das arbeitsreiche Leben mir gelebt habe, habe ich weniger Musik gehört und weniger Musik gemacht und weniger gesungen und weniger Texte oder Gedichte oder sonst was geschrieben, weil ich ja gar keine Zeit hatte. Ich habe von morgens bis abends gearbeitet und habe mir damit halt meinen Wunsch erfüllt. Ja, was gibt's denn noch? Ach ja, ich habe diesen Kanal hier aufgemacht irgendwann letztes Jahr. Einfach so, ich meine nicht einfach so, sondern für mich. Und es bleibt auch, glaube ich, denke ich, noch für mich so. Also, ich denke, es ist so. Ich meine, ich habe irgendwie Spaß jetzt daran, YouTube zu machen, auch wenn sich irgendwie gerade die YouTube-ganze Sache da irgendwas ändert mit, weiß ich nicht, Design oder Regeln oder was weiß ich was. Naja,
Ihr könnt auf diesem Kanal einige Playlisten sehen, die ich gemacht habe in den letzten Monaten. Ob natürlich Lachen oder natürlich Nachttraumfilme. Das sind meine Träume, die ich euch da erzähle. Dann habe ich auch natürlich Buchvorstellungen. Da stelle ich einfach meine gelesenen Bücher vor, die ich gelesen habe und die mir gut gefallen. Ansonsten gibt es hier in Zukunft noch ein paar andere Playlisten, neue. Also die neuen Playlisten heißen, und da arbeite ich ja noch dran, natürliches Wasser, natürliche ätherische Öle und natürlich Gebärdensprache. Denn mein neuer Weg ist einfach auch in Zukunft Gebärdensprache zu können. Ja, oder dass ich das kann. Und dass ich dann hier meine Videos auch etwas mit Gebärdensprache begleite und euch, ja, und halt, sag mal, meine gehörlosen Freunde, ja, somit auch mal etwas zeigen kann, dass ich halt es endlich nach so vielen Jahren geschafft habe, das eine oder andere, die eine oder andere Gebärde zu können, sozusagen. Das Fingeralphabet kann ich, habe ich mir letztens nochmal wieder reingezogen. Es ist aber keine Gebärdensprache. Ich kann, also ich werde auch, wenn ich damit anfange, diese Playliste zu machen, werde ich euch über Gebärdensprache informieren. Und das Fingeralphabet hatte ich schon in der dritten Klasse ja, beigebracht worden, wie auch immer. Und ich habe mich auch mit dem Fingeralphabet in der Schule, habe ich mit, also mich kommuniziert mit welchen, die halt nicht so gut hören konnten, können, wie auch immer, und halt wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich das dann halt gemacht, mich damit befasst sozusagen, und das, die Playliste Natürliches Wasser, damit möchte ich, also ich werde nicht möchte, ich werde da einiges berichten, auch weshalb ich dieses Playliste aufmache und was halt noch kommt, lasst euch einfach überraschen. Also ich meine, ich befasse mich 20 Jahre jetzt schon mit dem Wasser, also eher mit dem stillen Wasser und mit dem Geschmack des Wassers. Denn von meiner Sicht her, also von meinem Gefühl her, habe ich bis heute noch kein Wasser gefunden, was mir wirklich richtig schmeckt. Außer das aus dem Kran. So ein bisschen. Ja, und ätherische Öle, die sind für mich irgendwie, also das ist für mich eher... Ja, das ist für mich auch wichtig. Also ich meine, das hilft auch und es riecht gut und damit kann man auch viel machen, und da werde ich euch auch berichten. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch eine Playliste geben, natürliche Edelsteine oder was auch immer. Also mir sind so viele Gedanken im Kopf. Werde mal schauen, was zuerst kommt, aber ich meine, die drei Playlisten, die ich jetzt gerade gesagt habe, die werden auf jeden Fall zuerst kommen, weil ich jetzt nämlich einen Gebärdensprachkurs angefangen habe. Und ich habe mich auch schon für den zweiten Kurs angemeldet, damit ich es auch wirklich diesmal durchziehe. Nein, also ich ziehe es durch, weil ich mir das wünsche. Und nicht nur wünsche, dass ich das, diese Videos hier begleite mit der Gebärdensprache, sondern auf meinen anderen Kanal. Achso, das habe ich noch nicht gesagt. Also, ich habe... 3 YouTube-Kanäle, also diesen hier, wo ihr jetzt gerade zuschaut. Dann ist der zweite Kanal Anja Nena, das ist die AHA-Fanwelt, die habe ich damals aufgemacht. Irgendwann habe ich damit angefangen, habe gedacht, ich tue mal jetzt hier so ein paar ja, Live-Schnitte oder wie auch immer. Da sind auf jeden Fall auch einiges zu hören und zu sehen, weil ich da jetzt die letzten Monate also Radio-Interviews mit Künstlern hochgeladen habe. Und da stelle ich in Zukunft weiterhin CDs vor. Das habe ich mit dem anderen Kanal vor, weil das ist nämlich was ganz anderes. Also das ist halt was für Schlager und Volksmusik. Und da könnt ihr gerne auch gerne reinschauen. Und wenn es euch interessiert und wenn es euch anspricht, so viel dazu. Dann habe ich noch einen anderen Kanal, der heißt Strahle mal und Co. Der kam irgendwie auch so. Ich meine, ich habe dazu auch eine Webseite, die man hier auch finden kann, den Kanal, ich meine, ich hatte so gedacht,
ich wollte den Namen des Kanals, also meines jetzigen hier Kanals, auch ändern. So, weil mein anderer Kanal heißt Anja Nena. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe, dass der Name dann auf einmal da stand. Aber hier ist hier irgendwie so viele YouTube-Zeichen oder nicht YouTube-Zeichen, sondern so Buchstaben, Zahlen, was auch immer. Hieroglyphen. dass man einen schneller finden könnte, wenn man das sucht, hatte ich so gedacht. Und da habe ich halt aus Versehen noch einen Kanal aufgemacht. Und da gibt es aber auch ein bisschen was zu sehen. Aber eher weniger, weil ich habe für den dritten Kanal natürlich auch Ideen und würde das gerne machen. Aber ich habe gerade zurzeit weniger die Technik dafür. Deshalb habe ich jetzt vor, diese zwei Kanäle hier, also wovon ich gerade geredet habe, also meinen Musikkanal und diesen hier, etwas aufzubauen oder etwas Neues zu gestalten. Dazu kann ich euch auch noch sagen, mich kann man auch bei Twitter, Facebook und Instagram finden. Und wenn ihr jetzt meinen Namen Anja Herbig eingibt, ja, bekommt ihr vielleicht auch zwischendurch einen Schock. Wer ist denn jetzt wer? Also, dazu gibt es auch hier auf meinem Kanal ein Video und eine Videobeschreibung zu meinen Twitter, Instagram und Facebook-Profilen. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr da mal reinschauen, wie das halt so passiert ist, warum ich ja 3 Facebook-Profile und 3 Instagram-Profile und 2 Twitter-Profile habe. Naja, ist halt so gewesen, ist so gekommen und ich belasse die auch so, weil das bin ich halt und ich stehe dazu. Genauso wie ich dazu stehe, dass ich halt 3 YouTube-Kanal habe. So viel dazu. Ja. Und wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich ruhig, schreibt mir Kommentare oder bei Facebook oder Instagram an, wie auch immer. Auf jeden Fall freue ich mich auf dieses Jahr irgendwie, auch wenn ich zwischendurch mal ein Tief habe oder ein Tief hatte. Zumindest die letzten Videos. Ich bin ja ehrlich, Leute. Irgendwann kommt, also ich möchte mal sagen, jeder kommt mal in so eine Trauerphase rein oder in so eine Angstphase oder in so eine Zweifelspalle oder in so eine Stimmung, ja? So eine Hassstimmung oder so eine, was weiß ich, für eine Stimmung. Und ja, die hatte ich halt auch mal. Ich meine, die hatte ich auch öfters mal. Ich gebe es zu. Aber ich danke der Musik, Leute, wirklich. Denn die hat mich immer überall rausgeholt. Komischerweise, auch wenn ich bei manchen Liedern auch zwischendurch geweint habe. Oder gedacht habe, oh, ich muss jetzt so heulen. Also ich habe mich heute wirklich, ich sag euch das jetzt mal ehrlich, heute habe ich richtig geheult bei einer CD, die ich gehört habe. Ich musste so weinen, weil, ja, meiner Meinung nach stimmen die Texte und die Lieder und die, also der Inhalt von diesen ganzen Sachen, was ich da gehört habe, alles irgendwie, ja, zu dem Ganzen sein. Und was ich gehört habe, war Nicole, Alles fließt, das Album. Ja. Und wenn ihr mich mehr und näher kennenlernt, dann wisst ihr auch genau, auf welche Musik ich stehe und welche Leute ich am liebsten höre, gerne. Also, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, meiner Meinung nach höre ich alle Schlager- und Volksmusikkünstler, kenne aber, glaube ich, nur jetzt die Hälfte, zumindest von der alten Zeit, weil ich 10 Jahre jetzt von dem ganzen Geschäft weg bin. Und ich habe da halt mal bei YouTube so Schlagermusik und so eingegeben. Und da kamen halt, ja, ich sag mal, da kommen halt ein paar neue Leute. Oder waren halt welche, die ich halt, wo ich gedacht habe, oh je, ich bin auf dem alten, nicht nur alten Stand, sondern, ja, ich weiß auch nicht, ich muss mich mal ein bisschen schlau schauen und gucken und lesen und was auch immer. Und hören natürlich. Weil man kann ja nicht nur immer schauen und lesen, weil man muss ja auch das dann hören, ob die Leute, ob einem das Lied gefällt, ne? Oder wie auch immer. Ja, so viel dazu. Jetzt beende ich aber wirklich das Video hier, sonst ist es vielleicht zu lang und außerdem dauert es auch wirklich lang, bis das hochgeladen ist.
Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lasst es euch nur gut gehen und bis zum nächsten Mal.